Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StarCraft 2 Legacy of the Void. Ich habe jetzt mal beschlossen, mal was zu versuchen. Und zwar habe ich den letzten Spielstand geladen, wo wir ja bereits 6 von 7 Kristallen zerstört haben. Und werde jetzt mal versuchen, den Kristall hier unten anzugreifen. Wir haben ja gleich noch ein bisschen mehr Kriecher. Wo ist noch mehr Optionen haben, wo wir uns hin teleportieren wollen können. Versuchen wir mal diesen Kristall zu zerstören. Okay, jetzt das wird nichts. Wir müssen uns mal teleportieren und zwar dahin. Wenn diese Dinge in der Nähe sind, wird es halt leider nichts. Außer wir haben wirklich sehr viel Unterstützung. Wir im Moment hier aber leider nicht haben. Versuch mal denen hier zu helfen. Ich mal heile. Heilung direkt. Jetzt gehen wir alle davor und bekämpfen. Na gut, den Kristall werden wir nicht mehr kriegen. Mein Schicksal offenbart sich. Aber wir laufen mal mit denen mit. Also ist einfach mal ein Versuch, ob das vielleicht noch so funktionieren kann. Eventuell vielleicht mit Glück oder so. Wenn wir versuchen, alles, was geht, mit Viecher zuzuspammen. So, Kerrigan, wo bist du eigentlich? Da ist er ja. Ja, dieser ist halt ein bisschen weg. Und lassen wir die mal die Arbeit machen hier. Jetzt haben wir da oben noch einen Kristall. Ich kann nicht warten. Heilen wir nochmal. Wo geht ihr denn alle hin? Soll vielleicht eher zu dem Kristall hier gehen. Aber ich glaube, sobald wir da aufkreuzen, werden sich da wieder komische Gebäude formieren. Die Basis wird angegriffen. Wo denn wie? Was denn? Wir haben doch keine Basis die mehr. Die Unendlichkeit öffnet sich mir. Wir stehen fein. Den möchte ich hier haben. So, dass wir nämlich hier ein bisschen mehr sicher machen können. Sprich mich an. Da. Ne, das sehen wir uns auch, wenn wir da gehen. Weil es sieht aus, als ob wir es schaffen würden. Versuch mal eine Heilung anzuwerfen, aber wir sind aus Reichweite. Ja. Das. Wenn wir gleich da sind. Sollten wir die Heilung mal anwerfen. Alles mal heilen. Ah, da lernen uns die wieder auf. Und die anderen gehen weiter in diese Richtung. Brauchen wir noch einen leeren Splitter. Kommt schon. Jetzt machen wir das mal. Das ist meine Last. Und werfen mal beständig die Heilung an. Jetzt ist das letzte Gefecht.
bereits drin im letzten Gefecht. Auch mehr Kriecher. Ich hoffe also, ich bin am besten jetzt gut hier. Die Overlords können nichts mehr tun. Gut, das war eigentlich fast klar. Ich hoffe, wir bringen jetzt die nächste Zeit nicht nur Teleportation dahin. Wenn wir gleich mal sehen, dass hier gleich ist. Die meisten Einheiten haben das aber gleich recht gut überlebt. Es wird geschehen. Versucht den Xalis mal hier dann alleine anzugreifen. Ist er denn? Da kommt er. Panzer kommt noch mit. Ob das heißt nicht gleich nicht komische komische Dinge jetzt dann gleich wieder rauskommen. Es wird geschehen. Und wenn das klappt, dann hätten wir es ja geschafft. Noch dreimal drauf schießen. Dann hätten wir es nicht geschafft. Und nochmal drauf. Doch die Reichweite reicht. Na? Und drauf. Ah, wir brauchen dann noch einmal drauf. Ich sehe zahllose Universen. Und wir haben es halt nicht geschafft, oder? Die Barriere ist zerstört. Das ist meine Last. Es ist aus, Amon. Du bist lediglich das Produkt eines fehlerhaften Zyklus. Während deiner gesamten Existenz wurdest du nur benutzt. Du weißt gar nichts über mich. Mir sind der unendliche Zyklus der Xel'naga und deine Lügen egal. Nein, ich wähle etwas anderes. Ich wähle Freiheit. Für uns alle. Los, Jim. Verschwinde. Zwei Jahre später. Heute jährt sich zum dritten Mal der Sturz des Regimes von Arcturus Mengsk. Zum Gedenken hielt Imperator Valerian Mengsk eine monumentale Feier im Regierungsbezirk von Augustgrad ab, bei der er eine neue Ära des Friedens und Wohlstands für die Terranische Liga ausrief. Auf den Stufen des Senats bekräftigte Admiral Matthew Horner erneut, dass das Militär voll und ganz hinter der neuen Regierung stehe. Und brachte seinen Optimismus bezüglich der jüngsten Friedensverhandlungen mit dem Vereinigten Bund. Herzen und Gedanken gewinnen. Das waren immer deine Worte. Weißt du was, Matt? Am Ende wirst noch du diesen traurigen Haufen anführen. Ich hab einen Pakt mit dem Teufel, Jimmy. Doch ein Funken Hoffnung bleibt. Ihr werdet ihr Leben. Bist du soweit, Cowboy? Lass uns hier verschwinden. Verdammt. Wurde aber auch Zeit.
James Rayner wurde nie wieder gesehen. Man fand lediglich seine Dienstmarke in Joey Ray's Bar auf Mars Sarah. Unter der besonderen Führung von Imperator Valerian Mengs und Admiral Matthew Horner tritt die Liga in eine Ära des Wohlstands und des Friedens ein. Die Zerg erheben unter Führung ihrer neuen Königin Zagara gewaltsam Anspruch auf die Systeme, die Char umgeben. Hochlord Alarak lehnt eine Allianz mit den vereinigten Protoss ab und verlässt mit seinem Volk Ajur, um eine eigene Heimatwelt zu gründen. Jeder Talarim, der seiner Entscheidung widerspricht, erhält eine einmalige Gelegenheit, sich den Templern anzuschließen. Wissenschaftler haben ein merkwürdiges Wiederaufblühen von Leben auf vormals toten Planeten des Kokulus-Sektors beobachten können. Der Grund für diese weitreichende Veränderung ist unbekannt. So, das war's. StarCraft 2 Legacy of the Void. Wir haben es tatsächlich geschafft. Selbst nach dem, wirklich desaströsen letzten Level. Da habe ich ja komplett versagt. Das war echt schlimm. Aber wir haben gesehen, man kann es trotzdem schaffen. Wenn auch jetzt nicht unbedingt sehr glorreich, aber man kann es trotzdem schaffen. Mir hat Legacy of the Void alles in allem sehr gut gefallen. Ich fand es toll, gerade auch die Story, wie die weiterging und so weiter. Das fand ich schon schön. Und dass jetzt wohl die StarCraft-Saga dürfte wohl für die nächsten, 7-8 Jahre wahrscheinlich wieder zu Ende sein, dann könnte es vielleicht noch weitergehen. Denn die Terraner blühen jetzt auf, die Protoss sind vereint, wenn auch ohne die Tal'Darin, die sich ja ihre eigene Welt suchen wollten oder gesucht haben oder gefunden haben. Das birgt noch Konfliktpotenzial, wenn sie dann sich quasi jetzt aggressiv expandieren, so wie es ja auch die Zerg um Char herum tun. Das könnte auch noch einiges im Konfliktpotenzial bergen, wenn die Zerg dann wieder zu gierig werden oder beziehungsweise allgemein gierig werden. Da könnte man noch einen dritten Teil draus stricken. Und ich bin mir sicher, es wird Blizzard auch in den nächsten Jahren tun, wenn es vielleicht noch ein paar Multiplayer-Patches, wenn sie auf jeden Fall nicht mehr schieben. Aber ich glaube, eine Story-Erweiterung wird es für StarCraft 2 selbst nicht geben. Und was ich auch schön fand im Video, als Sarah Kerrigan, die jetzt eigentlich ein Xel'Naga ist, als sie Jim in der Bar, in Jory's Bar, abgeholt hat, da hat ja Jim Ray dann gesagt, verdammt, wurde ja auch Zeit. Oder sowas. Genau das gleiche, genau diese gleichen Worte, hat ja der Häftling, ich versuche mich gerade an seinen Namen zu erinnern, der im Intro-Video von Wings of Liberty gezeigt wurde, der hat auch genau die gleichen Worte benutzt, als er dann in seiner Rüstung festgetackert war. Seine Rüstung reingetackert, reingeschweißt, wie auch immer. Er kann sie auf jeden Fall nicht ablegen. Tychus, so hieß er. Tychus Finley. Der hat ja auch gesagt, verdammt, wurde ja auch Zeit.
Das fand ich nochmal ganz, ganz witzig. Und ja, es ist wirklich vorbei. Bin einerseits ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist. Andererseits bin ich aber auch froh, dass es vorbei ist, denn jetzt kann ich nämlich dann ein neues Projekt angehen. Es wird dann Gothic 2 sein. Und zwar nicht das normale Gothic 2, sondern mit dem Add-in Die Nacht des Raben, mit dem momentan aktuellen DirectX 11 Renderer, sollte also deutlich besser aussehen, und dem Livee-Mod. Da bin ich mal sehr gespannt, ob der DirectX 11 Renderer und der Livee-Mod, ob die so super funktionieren, dass es da zu keinem Bugs kommt oder so. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Dürften dann demnächst schon die ersten Videos online kommen. Und wenn euch dieses Let's Play von StarCraft 2 gefallen hat, dann kann ich euch natürlich auch noch mein Let's Play zu Wings of Liberty und auch zu Heart of the Swarm, die ersten beiden Teile von StarCraft 2, kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Kann ich euch nur empfehlen. Ich persönlich finde die gut. Ich finde die super. Aber um zu wissen, ob ihr es auch super findet, müsst ihr sie halt euch halt auch angucken. Dazu würde ich euch gerne einladen, würde mich freuen, wenn ihr sie anguckt und mir dann auch eure Meinung dazu kundtut. Und ach du Schreck, was für vielen Namen für den Customer Support. Ach du Schreck, ich nehme meine Maustaste raus, dann könnt ihr das besser lesen. Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt dann von euch verabschieden. Hoffe, es hat euch gefallen. Also ich gehe davon aus, dass es euch gefallen hat, sonst hättet ihr es ja bestimmt nicht bis zum Ende angeguckt. Und hoffe, ihr seid auch bei meinen anderen Let's Plays auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich freue mich auch immer über Kommentare, sei es jetzt positiv oder konstruktive Kritik oder was auch immer. Wenn ihr eine Meinung habt und möchtet die mir kundtun, dann tut sie mir kund. Ansonsten bleibt eigentlich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich werde mich jetzt schon mal von euch verabschieden, werde aber die Credits noch komplett durchlaufen lassen. Könnt ihr nämlich die wunderschöne Musik im Hintergrund noch ein bisschen genießen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn.